Die Selbstverständlichkeit, einstiger Tage einen Hut zu tragen, ist im Laufe des letzten Jahrhunderts aus dem alltäglichen Straßenbild verschwunden. Erledigt hat es das Auto und erledigt hat es die Dauerwelle, war dann der absolute Todesstoß. Sage ich. Im Auto hat man keinen Platz für die großen Hüte und die Dauerwelle, wenn man eine Dauerwelle hat und einen Hut aufsetzt, war es das mit der Frisur. Heute trägt man Hut meistens nur mehr zu besonderen Anlässen, möchte man meinen. Schauen Sie sich das Stadtbild an, schauen Sie sich die Jugend an, die haben nicht Hüte auf, wie wir uns das vorstellen, aber sie haben Kappen auf, sie haben Haarreifen auf, sie haben was in den Haaren, sie haben was am Kopf, also sie haben nicht mehr diese Berührungsängste mit etwas am Kopf. Wie vielfältig eine Kopfbedeckung sein kann, zeigt sich in der aktuellen Ausstellung von Christine Rohr im Kulturzentrum und zeigt zeitgleich auch die Vielfältigkeit der Kunst in der Stadt Kapfenberg. Ja, die Stadt Kapfenberg bemüht sich hier im Kulturzentrum, Kunst von all ihren Seiten zu zeigen. Neben den bildnerischen Werken, die wir in der Vergangenheit präsentiert haben, zeigen wir diesmal Hutkreationen von Christine Rohr. Und man muss sagen, es ist eine wunderschöne Ausstellung mit tollen Werken. Das ist wirklich Kunst auf den Kopf gebracht. Seit 30 Jahren kreiert Rohr Hüte für jede Gelegenheit. Sie hat aber auch über viele Jahre das Ensemble der Seefestspiele Mörbisch ausgestattet. Ihre Kreationen fanden auch Eingang in große Theaterproduktionen sowie auf den Laufsteg des Liveballs. Das Stahlarbeiterkind Rohr hat dabei ihre Wurzeln nie vergessen und kombiniert in einzigartiger Weise feinste Materialien mit Stahl. Das ist also eine Kindheitserinnerung für mich, dass ich mit meinem Papa im Keller gestanden bin und wir haben ihm irgendwas gebaut. Und da war Metall einfach ganz, ganz normal dabei. Im Gegensatz zu einem Hutmacher verarbeitet eine Modellmodistin, wie es die studierte Kunstpädagogin ist, Pelz, Filz, Stroh, Leder und Stoffe zu modischen, eleganten oder sportlichen Hüten. Das sogenannte Garnieren mit Schleier, Bändern, Blumen, Federn und anderen Garnituren macht die Kopfbedeckung aber erst einzigartig. Die außergewöhnlichen Kopfkreationen von Christine Rohr sind noch bis zum 26. Mai im Kulturzentrum Kapfenberg zu bestaunen und machen hoffentlich wieder mehr Mut zum Hut.